Ja, hallo Leute. Erstmal, wir hatten ja im letzten Video versprochen gehabt, dass wir ein paar Sachen für euch versteigern werden. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid richtig geil. Ja, wir werden das Ganze natürlich fair machen. Das heißt halt, ihr werdet es nachher sehen. Die Namen werden über einen Zufallsgenerator ermittelt. Und ich sage jetzt schon mal allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank nochmal für euren Support. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt geht's eigentlich mit dem Video los. Ja, schönen guten Morgen, Freunde. Einen schönen guten Morgen. Wie ihr seht, wir sind wieder unterwegs. Diesmal Angelhof Sünninghausen wieder in Oelde bei Marius Becker. Und heute machen wir eigentlich eins, weil ihr habt in der letzten Zeit so viel geschrieben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute das ultimative Video dazu über Erklärung unserer Montagen. Mit was für Ruten fischen wir, was für Schnüre haben wir drauf, welche Snaps nehmen wir. Und diesmal mal nicht auf die ganz dicken, sondern einfach mal normal, gemütlich mit anderen Leuten hier am Teich. Und ich habe mir für das Ganze, damit das auch, ich sag mal, nicht nur von mir kommt, nochmal einen sehr, sehr guten Freund und Kollegen mitgebracht, nämlich den Aschaf. Und der wird heute auch ein paar Montagen erklären. Jawohl, heute würden wir die ganze Sache detaillierter eingehen, ja, und zeigen, wie einfach ist das Forellenangeln, genau, eigentlich. Ja, wie einfach, ja, man sich's einfach machen kann. Richtig. So, deswegen, Freunde, vielen Dank für euren bisherigen Support. Bleibt dran. Es geht jetzt los, ne? Richtig, dann mal los. Seht, es ist bitterböse kalt. Wir haben natürlich jetzt hier, ich sag mal, Mitte Dezember, schon fast Richtung Ende. Ja, ihr müsst immer mit wechselnden Bedingungen euch darauf einlassen. Das heißt halt, wir haben gestern geplant, hierher zu fahren, sind heute hier angekommen. Viele Teiche sind eingefroren. Es ist wirklich bitterbitter kalt. Meine Rutenringe frieren ständig ein. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben sofort die Montage ein bisschen gewechselt. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, mit Spoons und geflochtenen Schnüren zu angeln, erstmal mit Mono, Schwimmer über Grund, um einfach ein bisschen abzuwarten, und gegen Mittag hoffen wir, dass es was wärmer wird. Und ja, dann werden wir natürlich loslegen mit unseren Spoons, mit unseren Gummis, und hoffen, dass wir da auch ein bisschen Erfolg mit haben. Ja, bis dahin, wie gesagt, ist langsames Schleppen, immer wieder Rutenringe ins Wasser tauchen und ein bisschen Enteisen angesagt, und wir hoffen, dass wir was fangen. So, und das ist auch schon der erste Fisch auf Stand. Ihr seht, meine Rutenringe sind komplett vereist. Ich lasse ihn aber trotzdem ein bisschen ziehen. Mach die Bremse was zu. Und jo, er hängt. So, und ihr habt gemerkt, durch die kühlen Temperaturen war die Bremse jetzt so blöd, dass ich sie nochmal nachjustieren musste. Aber trotzdem, Fisch hängt. Und mit welchem Köder, das zeige ich euch gleich. Denn ich habe heute mal unseren neuen Köder genommen. Schön auftreibend, vielleicht sieht man das jetzt schon. Das sind nämlich unsere Trout Eggs. Die sind schön auftreibend. Die gibt es in mehreren Farben, mit Geschmack. Und ja, scheinen ja zu funktionieren. So, da haben wir sie. So, mal eben fertig machen, Rute wieder rauswerfen, und dann gucken wir mal, ob vielleicht noch mal eine drauf geht. Ja, und da ist er. Und ich sag mal, gerade bei den Portionsforellen, da könnt ihr viel Erfahrung sammeln. Wie beißen sie? Wie verhalten sie sich? In welchen Tiefen halten sie sich zu welchen Jahreszeiten auf? Und ja, an denen, wie gesagt, könnt ihr ganz, ganz viel lernen. Und dann habt ihr es auch später viel, viel einfacher mit den Großen. Ja? Deswegen. So, und hier habt ihr die kleinen Kügelchen. Die sind mega weich. Das heißt, die sind wirklich wie so echte kleine Eierchen von Forellen. Die laufen aber nicht aus. Haben natürlich einen wahnsinnigen Geruch drin. Und die könnt ihr einfach so aufs Vorfach über den Haken drüber draufziehen.
Ich mache immer noch mal gerne ein, so zwei Kügelchen plus halt eine Bienenmade. Das Ganze bleibt dann komplett in der Schwebe auf der Vorfachlänge oder auf der Länge, wie ihr das mit dem Bleikügelchen einstellt. Hier habe ich das jetzt mal so 60 cm eingestellt gehabt und von der Höhe war das ja perfekt. Deswegen, wir machen jetzt noch mal eine Bienenmade drauf und ja, ich habe vielleicht noch was Besonderes. Ich mache immer noch mal so einen kleinen Sprühstoßer von etwas mit dabei, aber das zeige ich euch gleich, wenn ich die Bienenmade drauf habe. Und so sieht dann im Endeffekt der fertige Köder aus. Ich habe die Eier noch mal ein bisschen runtergezogen, habe eine einzelne Bienenmade drauf gepiekst und mache jetzt halt im Endeffekt von unserem ProLiquid noch mal so einen kleinen Sprühstoß drauf. Und das ist so pervers, das muss ich definitiv von mir weghalten, weil da reicht wirklich schon so ein Sprühstoß aus. Buff. Sei froh, dass es kein Geruchsvideo gibt. So, jetzt schnell raus mit dem Ding. Und ja, für mich eklig, für die Fische wahrscheinlich einfach unwiderstehlich. Ne? Ja, Freunde, und schon fangen wir an mit dem Ganzen. Das heißt, die Rute an sich selber, wie ihr merkt oder wie ich ja schon erwähnt habe, sehr, sehr kalt. Das heißt natürlich jetzt eine Rute mit dünnen Rutenringen vorne, die hast du sofort vereist. Ja, das heißt, die könnt ihr einmal reinwerfen, danach ist sie sofort vereist. Also nehme ich hier ganz klar unsere Tactical Trout Lake. Ja, die hat sehr, sehr große Rutenringe, auch vorne. So, dass ich sag mal, ihr ein bisschen angeln könnt, bevor da überhaupt sich Eis bildet. Das habt ihr schnell abgeschlagen, dann ist das gut. Deswegen ganz klar die TT. Und von der Länge her benutze ich immer am liebsten die 3,30 Meter. Weil wenn ich unter Bäumen stehe oder sowas, komme ich mit der natürlich besser mit dem Handling klar. Und das reicht eigentlich für meine Gewohnheiten. So 3,30 Meter reicht für mich. Wir haben sie auch in 3 Meter, 3,60, 3,90, glaube ich, gibt es sie auch mittlerweile. Aber wie gesagt, die 3,30er reicht mir. So, dann kommen wir zur Rolle. Da habe ich natürlich mein absolutes Lieblingsstückchen drauf. Ne? Das ist klar, das ist unsere Red Arc, ist das. Und das ist ein 1000er Modell. Das reicht für mich. Ja, weil mit der 330er Route mache ich keine Würfe von 50 oder 100 Metern, 100 sowieso nicht, aber 50 Meter, 60 Meter mache ich nicht. Da reicht mir eine 1000er, genug Schnur drauf, ja, so dass ich einen Fisch auch schön ausdrillen kann. Perfekt. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum anderen, wie zum Herbst- und Frühling-Angelei bei mir, weil sonst nehme ich immer 0,20er Hauptschnur, jetzt habe ich 0,22er. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Eiskanten, und der erste Rutenringe Fisch. Sind vereist. Oh, ich glaube, da ist was. Ah. Und der erste Fisch auf Spoon. Da haben wir es. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen, Kollege. Überhaupt kein Thema. Dafür darfst du das jederzeit wieder. Den machen wir fertig und dann zeigen wir euch den und womit ich den gefangen habe. Perfekt. So kann es gehen. Ja, wie gesagt, gerade zur Schnur eingehend. Jetzt zur Jahreszeit 0,22er, Eiskanten, vereiste Rutenringe etc. pp. Die hält ein bisschen mehr aus. Ne? So, dann zur Montage selber. Hier habe ich so einen ganz normalen Piccolo drauf in 3 Gramm. Ja? Ein bisschen schwerer, sonst fische ich immer 2 Gramm. Jetzt 3 Gramm, warum? Wenn eine dünne Eisschicht drauf ist, damit ich die noch durchbrechen kann irgendwo. Ja, dann jetzt natürlich ganz, ganz hoch den Schwimmer gezogen. Ja, also das sind locker 2,50 Meter, den ich da hochgezogen habe. Und dann kommt unser Blei. Das hat genau 3 Gramm. Das ist wie so eine Art Stäbchenblei. Das hat eine Gummibeschichtung drauf. Das ist eigentlich ziemlich gut auch für den Wirbel, für das Ganze, für die ganze Schnur. Ja. Dann habe ich sonst normalerweise habe ich immer so ein kleines Kugelblei drauf. Wie gesagt, jetzt so ein längliches. Dann habe ich sonst normalerweise immer einen Stopper. Hier brauche ich es nicht. Warum nicht? Das Ding hat eine Gummibeschichtung. Hier vorne ist schon so eine Art Stopper drauf, das heißt, eurem Knoten kann nichts passieren. So, dann kommen wir weiter hier runter. Dann habe ich natürlich einen Fünffachwirbel drauf, wie immer. Ne? Und mit dem Snap, das ist für mich einfacher. Ja? Dann halt 1,20 Meter Vorfach mit einem Blei, womit ich die Höhe variieren kann, auf welcher Höhe ich fische. Und dann natürlich unten der Endköder. Ja, hier war vorne noch ein bisschen Paste drauf mit einer Bienenmade. Ne? Und das Ganze schön reingeschmissen. Dann habe ich das sonst im Frühjahr und sowas fische ich immer sehr hoch. Jetzt momentan wirklich knapp über Grund, so 20 cm, 30 cm. Da schwimmen meistens die Fische. Ja, und wie gesagt, damit probiere ich das heute mal. So, und gleich erzählt euch der Aschraf, womit er seinen Fisch gefangen hat. Ja, Freunde, die erste Portion Forelle für mich heute. Perfekte Größe für die Bratpfanne. Und womit ich die gefangen habe, zeige ich euch jetzt.
wie ihr gesehen vorhin, habe ich die Forelle mit dem Spoon von uns den Enzi in 2,5 Gramm. Schockfarbe verwende ich immer früh morgen, da die Fische noch nicht verangelt sind. Als Gerät nehme ich die TTS von uns bis 4 Gramm, bestückt mit den Peschen ein Tausender, dazu ein 8er Geflecht, den Good Braid von uns. Vorfach darf natürlich nicht fehlen, ein 20er Fluoro. Klein Snap, um die Sache einfacher zu machen. Und hoffen wir, dass gleich wieder ein Forelle beißt. Fisch. So. Der nächste Fisch auf die Trout Eggs mit der Bienenmade, mit dem schönen Sprühstoß. Wunderbar, ich muss gar nicht viel machen. Nur die Rute reinwerfen, das Ganze ein bisschen parat legen und schon, ja, beißen die Fische. Geil. Den zeige ich euch auch mal, aber die mache ich erstmal fertig. Und da ist das schöne Ding. Wie ihr seht, ich kann auch mal kleine Fische, nicht immer nur auf die großen. Und ja, wie ich euch auch, ich kann euch das nur nahelegen, gerade wenn ihr anfangt zu angeln. Ne? Macht es so wie ich. Ich gehe auch gerne an so Anlagen, wo auch mal kleine Fische besetzt werden. Warum? Da kann man gerne und gut halt mit Freunden hinfahren, kann ein bisschen Spaß haben, kann ein paar Fische fangen. Ich sag mal, gerade bei so Temperaturen ist auch gut für die Motivation, wenn immer wieder mal Bisse kommen. Ne? Und ich kann es euch wirklich nur nahelegen, halt einfach gerade wenn ihr anfangt zu angeln, fahrt an die Forellenanlagen, aber geht nicht direkt auf die Lachsforellen, sondern geht wirklich an die gemischten Teiche. Dann habt ihr auch Spaß mit solchen Fischen. Vor allem habt ihr dann auch abends noch was Leckeres am Tisch. Ja, und vor allem auch ganz, ganz wichtig, merkt euch die Stelle, wo ihr vorher die Rute platziert hattet, wo ihr den Biss hattet. Und weil die Forellen drehen sich dann da irgendwo im Kreis. Und in dem nachherigen Wurf, wenn ihr wieder dahin werft, guckt nur, dass ihr genau in die Gegend dorthin kommt, weil meistens kommt danach nochmal ein Biss. Und hier fische ich eine ganz andere Montage, das ist nämlich meine Standrute. Und die hat mir jetzt schon zwei Fische gebracht. Wie die aufgebaut ist, was das für eine Route ist und wie das Ganze funktioniert, was ich hier treibe, erzähle ich euch gleich. Gehabt, der Fisch ist immer noch da. Ich lasse den ziehen, vernünftige Winkel, um den Anhieb zu setzen. Bremse natürlich zu. So, ich lasse den ziehen. Und ich sitze da. Ah, da hängt er. Da. Und losgelassen. Schade, ja, kann man auch mal passieren. Auf unsere Paste mache ich neu und geht's weiter. So, Freunde, wie ihr seht, wir sind gerade beide mit den ULs unterwegs. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man mit einem Freund unterwegs ist. Man kann einfach gucken, der Aschraff fischt jetzt gerade mit Spoons. Ich habe jetzt mir jetzt mal die Gummiroute genommen. Und weil jetzt ein bisschen wärmer geworden ist halt, die Schnur friert nicht mehr so stark ein und jetzt gucken wir erstmal, worauf die wirklich gut reagieren und so kann man danach halt wechseln. Das heißt, wenn er jetzt gleich die ersten Bisse hat, ja, dann werde ich natürlich auf Spoon wechseln, genauso andersrum. Wenn ich gleich die ersten Fische auf Gummi fange, wird er natürlich auf Gummi wechseln. Ja, und wenn gar nichts geht, dann fischen wir einfach weiter, ne? Oder? Was sagst du dazu? So schaut's aus. Ich würde auf jeden Fall das jetzt durch testen mit dem Spoon. Wenn es nicht funktioniert, würde ich auch wieder auf Gummi wie bei dir probieren und vielleicht wissen wir, was am besten funktioniert. Genau.
Und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade im Winter. So, ihr merkt ja, die Sonne kommt langsam raus, ne, damit ich nicht so stark geblendet werde. Und damit ich trotzdem noch vernünftig ins Wasser gucke, habe ich eigentlich immer eine Art von Poolbrille auf. Die zeige ich euch jetzt nämlich auch mal. Ja, das ist die von Gammakatsu, die G-Alu ist das. Und die gibt es in mehreren, ja, ich sag mal, Brillenfarbvariationen. Ich habe immer am liebsten die ganz, ganz hellgelbe, egal bei welchem Wetter. Also wenn es richtig dunkel ist, hält die mir alles auf. Ja? Selbst jetzt schützt die mich halt ein bisschen vor der Sonne. Und aber trotzdem hält mir wunderbar das Wasser auf. Ich fühle mich wie im Sommer, wie am Sonnenstrand irgendwo. Deswegen habe ich eigentlich immer die in Gelb auf. Ne? Deswegen Tipp von mir, holt euch das Ding hier. Also ihr müsst nicht unbedingt die holen, aber auf jeden Fall eine mit gelben Gläsern. So, und wie ihr seht, bin ich auch schon mit der UL, schon seit längerer Zeit unterwegs. Und die erkläre ich euch jetzt mal eben. Hier habe ich unsere Route, unsere Tactical Trout Softbait. Die ist etwas härter. Ich mag es ja sowieso, wenn die Route ein bisschen mehr Rückgrat hat. Ne? Die hat jetzt eine Länge von 1,80 Meter. Das reicht für mich vollkommen aus. Die gibt es auch wieder in längeren Längen. 2,10 glaube ich, 2,18 oder sowas. Ja, als Rolle habe ich hier die Passion. Als Tausender Ausführung. Ist optimal für mich, finde ich so, vom Handling her. Ist schön ausgewogen. Die Bremse ist gut, gibt schön schnurfrei und das ist eigentlich ziemlich wichtig. Ja, dann die Schnur selber. Die hatte, glaube ich, schon mal der Aschraf kurz erwähnt. Das ist eine 008er bei uns aus dem Sprohprogramm. Ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen ruhig, was kräftiger im Winter. Man hat ja doch immer wieder mal mit Eis zu kämpfen und sowas. Und hier hast du ein bisschen mehr an Material. Ja, dann das Fluorovorfach 020. Auch wieder ein bisschen kräftiger. Einfach ja, wegen den Eiskanten etc. pp. Ne? Dann habe ich mir natürlich hier unten einen Snap drauf gemacht, damit ich die Köder auch schneller wechseln kann. Mal von Spoon zu Gummi. Habe mich dann hier eines unserer fertigen Haken bedient. Die sind schon fertig montiert, beklebt und aber auch nochmal lackiert. Die gibt es, glaube ich, in 0,5 und 0,9 Gramm. Das ist jetzt so 0,5er. Ja, damit komme ich relativ zügig runter und ja, versuche damit mal. Ja, als Köder habe ich jetzt mehrere mit bei. Den Springbaum werde ich nachher fischen. Jetzt gerade momentan, aktuell, habe ich so mal den Milika drauf und versuche mal so ein bisschen im unteren Bereich, ob ich einen Fisch drauf kriege. Ja, wie man den aufzieht, ihr seht ja schon, ich war schon fleißig dabei. Man nimmt den Haken, schätzt das ungefähr hier ab, wo er wieder rauskommen muss. Zieht den Haken da rein. Zieht ihn da wieder raus. Zack. So. Und hat dann im Endeffekt, ich sag mal, ohne dass der Köder jetzt gebogen ist oder sonst irgendwas, das Ganze perfekt drauf sitzen. Ja, und schon kann man losfischen. Ne? Bremse natürlich immer schön einstellen, nicht vergessen, damit, wenn ein Fisch draufballert, damit ihr auch ein bisschen, ja, Schnur geben könnt und der euch das Vorfach nicht sofort zersprengt. Ja, und schon los geht's. Ne? Ja, die nächste Forelle wieder auf dem Spoon. Schön, komm mal her. Palla, palla, palla. Jawohl. Oh, sehr schön. Ja, wie ihr seht, zum dritten Mal auf dem Spoon. Ich würde mal sagen, die Farbe läuft. Ich bleib dabei und mache noch ein paar Würfe. Ja, Freunde, die nächste Forelle auf Spoon. Und komm mal hier. Und zack. Da haben wir die nächste Portion Forelle. Die machen wir fertig und dann zeige ich euch. Ja, Freunde, das ist der Erfolgsköder, den Insee in 2,5 Gramm. Orange, Rot, Gold, hinten Gold. Blinkt, halt, die Sonne ist gerade rausgekommen. Er gibt ein bisschen Flash-Effekt. Ja, und das ist das Ergebnis. Hoppala. Eine schöne Forelle. Ich glaube, ich bleibe bei der Farbe und mache weiter. Und mal schauen, ob da noch eine Forelle kommt. Schön.
So, das nächste kleine Forellchen. Zack, haben. Ich mach ihn mal fertig. Ja, und da ist er. Ich glaube, das ist jetzt mein vierter Fisch. Wunderbar. Das war jetzt wieder auf die zweite Route, auf die Standroute. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit zwei Routen zu fischen, dann tut es. Dann seid ihr wesentlich flexibler. Ihr könnt eine über Grund auftreiben lassen oder mit Schwimmer. Ja, und mit der anderen aktiv angeln. Und ja, dann sollte das ja auch funktionieren, ne? Ja, und jetzt kommen wir mal zu der, oder ich sag mal, zu meiner Grundmontage, mit der ich heute fische. Und da habe ich als Route ganz klar unsere Tactical Trout Spiro in 3,60 Meter. Das ist eigentlich so die Länge, mit der ich am liebsten fische. Ja, als Schnur oder ich sag mal als Rolle als nächstes ganz klar auch wieder eine Passion, aber diesmal in der 2000er Größe halt, um ein bisschen mehr Schnur drauf zu haben, um ein bisschen weiter rauszukommen. Schnur selber ist eine 0,20er. Im Frühjahr oder im Herbst habe ich eine 0,18er drauf, jetzt halt durch die Witterungsbedingungen etwas stärker eine 0,20er. Ne? Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, ja, den ich sonst nie mache, aber da die Fische heute sehr, sehr vorsichtig sind, den Köder nur nehmen und sofort wieder loslassen, habe ich mir heute mal ein Glas drauf gemacht. Die gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen, 3, 5, 6 Gramm und sowas. Ich habe jetzt hier mal so ein 6 Gramm Blei drauf. Und der ist so sensibel, weil unter Wasser wiegt der nur noch 3 Gramm. Der ist natürlich freilaufend auf der Schnur. Das heißt, wenn der Fisch den Köder nimmt, bleibt natürlich das Glas liegen. Und er kann schön ziehen und ich erkenne das an der Schnur, dass da irgendwie was sich dran zu schaffen macht. Ja, dann natürlich ganz klar eine Stopperperle. So ein kleines schwarzes Gummi, damit halt der Knoten geschützt wird. Dann wie immer ein Fünffachwirbel mit einem Snap. Ja, dann das Vorfach. Das habe ich jetzt hier 1,50 Meter, damit ich von den Höhen her variieren kann. Habe hier auch wieder so ein kleines Bleikügelchen drauf. Mit dem Bleikügelchen kann ich nachher bestimmen, auf welcher Höhe der Köder steht. Ne? Ja, und als Endmontage natürlich unseren Kaviar. Zwei Kügelchen von den etwas größeren. Ja, und eine Bienenmade. Und warum ich den Kaviar nehme, ist ganz klar. Der hat nämlich Auftrieb, und zwar richtig guten. Die zwei Kugeln halten die Bienenmade immer schön in Schwebe. Und so, dass das nicht zu Boden sinkt, die Forellen dann dementsprechend natürlich, ja, ich sag mal, man den Forellen halt den Köder in der Tiefe präsentieren kann, wo die langziehen und einfach hoffen, dass sie den auch nehmen. Warum? Kaviar kennen sie, ne? Und Bienenmade mögen sie. Von daher, das ist eigentlich so meine Montage für heute aufgrund, die stille Route. Und die brachte mir jetzt auch schon zwei Fische. Deswegen besprühe ich gleich nochmal eben mit unserem Pro Liquid und dann geht das ganze Ding nochmal raus. Mal gucken, vielleicht kriege ich dadurch noch einen Fisch. Ja, Freunde, das war's für heute. Wir haben gefroren. Es war kalt, hat ja aber trotzdem mit mir Spaß gemacht. Genau. Wir haben den einen oder anderen Fisch gefangen. Könnten wir. Richtig. Wir sind sehr zufrieden. Auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt das gesehen. Ihr müsst immer weiter mit allen Ködern durchprobieren, was ihr so dabei habt. Ne? Weil ihr müsst flexibel bleiben. Morgens Spoon, keine Chance. Nachher lief der sehr gut. Bei mir morgens die Standroute sehr gut, nachher war die tot. So schaut's aus. Und das Angeln war auch so Höhen und Tiefen. Ja. Muss man die Tiefen auch überwinden, um in den Höhen zu kommen. Genau, deswegen immer dranbleiben. Ja, und dann noch vielleicht ein Wort zur anderen Seite. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ja? Genau. Und Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir hätten eine Bitte an euch, wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr vielleicht mal was anderes sehen wollt von uns, schreibt's einfach unten in die Kommentare rein. Und wir werden schauen, dass wir das dann nächstes Mal verwirklichen. Ne? In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Advent, ein schönes Weihnachtsfest. Und wir sagen, wir sind weg. Ne? Ciao. Tschüss.